Hi, wie geht's euch? Hallo Leute, ich wollte euch heute ein paar Fragen beantworten, die YouTube Love FF fragt. Gibt es dein allererstes Video noch? Ja, es gibt mein allererstes Video noch. Das schreibe ich unten gerne in die Infobox, aber das kannst du auch gerne auf dem Kanal finden. Das ist allerdings ohne richtiges Video, sondern nur mit Ton und ein paar Bilder. Also ist es jetzt nicht so interessant. Larissa Sydney fragt: Magst du? Ja, ich mag Salami. Letty TV fragt: Was ist deiner Meinung nach der maximalste Unterschied in einer Beziehung? Das kommt eigentlich drauf an. Also mit 20 würde ich jetzt keine 12-Jährige nehmen oder sonst was. Aber ich finde, wenn man 27 ist und eine 24-jährige Freundin hat oder eine 20-jährige, ist so vollkommen okay. Und auch andersrum, wenn sie vielleicht 23 ist und er 20, ist doch egal. Solange man sich liebt. This100 fragt: Peinlichste Festival-Story? Ja, da muss ich erstmal überlegen. Also, peinlichste Festival-Story habe ich leider im Moment noch keine, aber ich gehe ja dieses Jahr wieder auf ein Festival. Mal gucken, was da passiert. Wenn da was passiert, berichte ich natürlich davon. Alles kein Thema, ne? Und Dida, ich grüße dich mal und ich schreibe dich gerne unten in die Beschreibung rein, dann können ein paar Leute dich auch gerne mal angucken. Noch eine Frage von Letty TV: Geld, Liebe oder Glück? Ja, am besten natürlich alles zusammen, ne? Kommt durch Glück ja die Liebe und das Geld von alleine, also würde ich sagen Glück. Supergirl 20.09 fragt: Wie viel Wert legst du auf den Körper deiner Freundin? Das ist mir eigentlich relativ egal. Zu dick ist jetzt nicht meins, zu dünn ebenfalls nicht. Also ein gutes Mittelmaß finde ich immer noch am besten, ne? Debbie unterstrich II fragt: Was hältst du von Albträumen? Ja, Albträume sind wahrscheinlich nur irgendwelche doofen Fantasien, die man in der Nacht hat. Und ich denke mal nicht, dass unbedingt ein Albtraum wahr werden kann. Also von daher sehe ich die ganz locker. Anishka fragt: Wenn du eine Sache ändern könntest, was wäre es? Also ich habe mal gelesen, dass es eigentlich genug Nahrung und alles auf der Erde geben würde, um die ganze Weltbevölkerung mehrfach zu ernähren. Und deshalb würde ich dann einfach vorschlagen, dass man dann natürlich jeden gleich behandelt und jeder genug Essen hat, oder? Anja fragt: Was ist zurzeit dein Lieblingssong bzw. Band? Ja, The Cooks Naiv ist relativ cool. Ich habe da eine ganz besondere Version auf YouTube gefunden, die kann ich dir auch gerne unten in die Infobox mal schreiben. Noch eine weitere Frage von YouTube Love FF: Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Also ich habe da so immer mal unterschiedliche. Liont ist ganz cool. So, das war's wieder mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, schreibt mir das doch in die Kommentare, gebt mir einen Daumen hoch. Und gerne könnt ihr mir noch weitere Fragen in die Kommentare schreiben. Ich werde euch diese gerne jederzeit beantworten in einem nächsten Video irgendwann. Also bis bald, ne? Tschüss.